Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Kapitel 14 wartet auf uns, dann wollen wir mal. Oh je, ich schaue schon wieder so skeptisch. Was denn jetzt los? Ein leerer Flur. Oh, Baby Eagle ist wach. Spät. Nein. Danke. Noch nicht zu spät. Meistens komme ich immer zu früh. Wo ist Luis? Tot. Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Ah, alles gut. Komm, wir haben keine Zeit. Das ist richtig. Sonst enden wir wie er. Für Luis. Nee, für uns. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Ich dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Oh, ab ins Heiligtum. Ada, das wandelnde Lexikon. Noch was? Immer gern. Schuldest mir was. Ach, ich würde sagen, wir sind quitt. Ein Rohkristall. Was kann denn das Teil? Und was zum Vorlesen? Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin ich wohl dran. Ich muss nachdenken, meine Gedanken ordnen. Plagerinfizierte sind Lord Settler hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf dem Lippen zu Tode. Davon haben wir schon gehört. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf das Niveau eines Regenwurms fällt. Das ist nicht sehr viel. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue überlegene Plagerspezies zu entwickeln. Sie verfügt nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg, aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu injizieren. Tja, Annabelle ist nicht mehr sie selbst, das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden, auch wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Ha, das war dein zweiter Fehler, ich hab das gelesen. Und wer Parasiten sieht, wird Parasiten ernten. Irgendwie so. Wo müssen wir denn hin, Ashley? Hier war ja was zum Klettern. Hoch mit dir. Hilf mir mal da hoch! Ja, natürlich helfe ich dir da hoch. Muss ja selber da hoch. Dann mach mal das Türchen auf. Oh je, mit der Munition ist das wieder so eine Sache. Automatisch sortieren. Ein Gesundheitsfisch haben wir ja noch. So. Na gut, wenigstens ein bisschen Pistolenmunition. Ja. Sehr gut. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Sehr gut. Hast ja auch lange jetzt geschlafen. Her mit dem Loot. Ich brauche Munition. Ich brauche doch so viel Munition. So. Hier sind auf jeden Fall sie nie reich und da ist ja ein Händler. Und eine Quest. Kampf den Medaillons 5. Oh, da bin ich nicht so gut drin. Hat vielleicht jemand kurz Zeit und kann diese blauen Medaillons in den Scherbenhaufen verwandeln, der sie sein sollten? Ich weiß, das wird die gute alte Zeit nicht zurückbringen, aber ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ja, tut mir leid, ich bin da äußerst ineffektiv im Aufspüren. Im Töten der Medaillons bin ich gut, im Ausspüren eben nicht. So. Piseten. So gut wie Moneten. Da ist nochmal eine Schießübung, die muss man nicht mehr machen. Ich hab nur die Falls besser zu gut vorbereitet. So, haben wir noch was? Nö, dann können wir was tunen, zumindest was reparieren. Ja, auf jeden Fall. Damit um, okay?
Reparieren. Irgendwo für noch Geld. Die Angriffskraft könnte man jetzt auf 1,1 noch. Tunen jedoch lieber hier die MP5 oder wie die in diesem Spiel heißt. Die könnte man auch. Ich würde auf jeden Fall jetzt die TMP verkaufen. Das wird sich anbieten. Ob Rubine oder. Danke. So. Was haben wir denn? Hier Angriffskraft nochmal hoch oder hier, das wäre natürlich auch was Feines. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Nee. Hierfür kriegen wir eher Munition. Hoch damit. Gut, dann haben wir noch Schätze. Ein Kristall anscheinend. Lässt sich sicher verkaufen, das ist schön. Und wir haben eigentlich genügend Zeug, um Schätze in Schätze zu verwandeln, die ein bisschen mehr wert sind. Dann machen wir das doch gleich. Zuerst die Krone. Da auf jeden Fall ein Alexandrit einsetzen. Da auch. Ja, wunderbar. Das gibt Peseten. Oh Mist, hier fehlt noch tatsächlich was. Also der Blaue kommt hier rein, der blaue Kamerad. Und jetzt können wir nicht weitermachen. Und in den Lux können wir zwei schöne rote Augen einsetzen. Dann sieht er auch so gruselig aus wie der Rest hier. Na gut, da müssen wir aber tatsächlich nochmal ein bisschen sparen. Gut, dann speichere ich das Spiel. Ganz viele Speicherstände. Ich glaube, Kapitel 13 brauche ich jetzt nicht mehr. Boah, das passt. Auf geht's. Gib dir nur einen Weg. Los geht's. Oh nee. Ist das das Heiligtum da oben? Ich hätte schöner dekoriert. Aber ich würde auch nicht so einen hier komischen Kult anfangen. Also zumindest jetzt noch nicht. Ich bin ja noch jung, das kann alles noch werden. So, dann müssen wir hier wieder runter, sonst wäre die Leiter nicht so gelb. So. Oh, da sind schon die ersten, die aufs Maul wollen. Oh, der sieht mich doch gut. Ja, schleichen ist natürlich. Werd ja eh nur entdeckt. Früher oder später. Meistens früher. Nein. Ach, Mist. Nicht schocken. Au. Nein. Ich muss mal kurz weg hier. Ashley, mach den mal platt. Weg mit dir. So, und wer brüllt da noch? Oh, toll. Wirf halt mit einer Axt. Richtig erwachsen. Nicht schlecht. So, du bist tot. Ashley lebt hoffentlich gleich wieder. Alles okay? Und ich habe ein Medaillon gefunden. Nichts passiert. Das ist doch gut. Ich muss gleich meinen Barsch essen. Her mit dem Barsch. Wo ist er denn da? Benutzen. Das sollte erstmal reichen. So schön looten, was zu looten ist. MP und Pistolenmunition. War echt eine klasse Entscheidung, eine MP wieder zurückzuholen. Gut, und dann haben wir die MP5 gefunden. Das war keine Entscheidung, das war Glück. Bin froh, dass wir die haben. Na gut, war da noch ein Medaillon? Nee, ich denke nicht. Ab geht's. So, hier ist eine Tür. Da ist grünes Kraut. Mit dem bin ich inzwischen ganz gut vertraut. Vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Das muss mir nicht bei jeder Mission sein. Oh, ich war nicht vorsichtig. Ashley, mach was. Die haben mich. Ashley, los. Au. Der ist überraschend treffsicher mit seiner Axt dahin. Komm schon. Ich will doch wegen sowas hier nicht draufgehen. Mist. Alle tot, bis auf den. Also bis auf die zwei. Das ist in Ordnung. Ja, Kollege. Oh. Hat doch was gebracht, dem in die Eier zu schießen. Geht's dir gut? Ja.
Jo, ich nehme ein kleines Hilfe-Item, weil ansonsten stellt sich Leon so an. Da braucht man eine Kräutermischung aus Grün und Grün. Ist doppelt so gut wie ein einfaches grünes Kraut. Das ist doch schön. So, dann können wir auch gleich was craften. Hier mit der MP-Munition. Warum nicht? Beste Waffe, die wir gerade haben. Außer dem Raketenwerfer. Eine Zellentür, da kommt man nicht durch. Aber noch zwei wertvolle Fässer. Na gut. Dann müsste man wohl die Treppe hoch. Ach, ich habe Ashleys Gestöhne hinter mir vermisst. Schön, dass er wieder dabei ist. Fühle ich mich nicht ganz so allein. Komm, da ist auch ein Schalter. Mach die Tür auf. Oh, hast du dir das Bein geprellt? Du musst besser aufpassen, mein Kind. Da ist noch eine Tür. Keine Chance. Komm schon, ich habe so viele kleine Schlüssel im Inventar. Hier, irgendwas müssen die gut sein. Hier hoch muss ich anscheinend nicht, obwohl da ist ein Fass, das explodieren könnte. Ich soll vielleicht mal auf die Map schauen. Ja, nur wie man da hochkommt, ist mir schleierhaft. Oh, hier sieht man ja die blauen Medaillons, die ich schön ignoriere. Naja, was soll's. Ignoriere mal weiterhin. Für die gehe ich nicht zurück. Also das ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert. Beim dritten Mal fange ich an mir zu zweifeln. Nochmal hoch. Es muss doch da irgendwo lang gehen. Kann doch nicht so bescheuert sein. Hier, PC. Ah. Hilf mir hier mal kurz. Okay. Ja, halt das. Halt das runter. Sehr schön, danke. Du bleibst da, bis ich wieder zurückkomme. Hier war doch auch eine Tür. Können wir die einfach aufmachen? Oh nee, Ashley. Verdammt. Ashley, wo willst du wieder hin? Leon! Ja, ich bin ja da. Oh, ich hab dich getroffen. Voll ins Hinterteil. Ja, lass ihr doch los. Es war meine Taktik, hier runter zu springen. Bist du tot? Ist tot. Ja, ich stirb mal. Will nicht die ganze gute Pistolenmunition an dir verschwinden. Geht's? Sehr gut. Ja, alles okay. Dann ist hier gut. Schau, wieder einer, der mit Äxten wirft. Jo. Oh nee. Hör auf, die zu entwickeln. Ja, ich ja. Ich ja. Tot? Nicht tot. Jetzt tot. Die schleimen ja immer so großartig nach, wenn sie tot sind. Ich wünschte, ich hätte Granaten. Ich glaube, ich habe Granaten. So. Schnell Zugriff auf die 8. Ja, alles tot? Noch nicht. Ich habe noch... Oh, das war eine Granatenverschwendung. War aber eine sehr schöne Explosion zur Abwechslung mal. Jo. Pistole nochmal nachladen. Ja, wunderbar geht's mir. Das waren die Billiggranaten. Die habe ich im Kick gekauft, in meinem Euro-Shop. Die waren nicht so wichtig. Wieso haben sie denn die Tür vernagelt? Was ist denn da schon wieder hinter? Rein in die Kläranlage. Echt das widerlich. Kommst du klar? Ja, früher hätten mich hier keine 10 Pferde reingekriegt. Tja. Ein Glück bin ich kein Pferd. Ich habe nur das Gehänge von einem. Nehme ich mal an. So cool wie mein Charakter ist. Der muss gar nichts kompensieren. Beide gleichzeitig, okay? Alles klar. Das war jetzt nicht gleichzeitig. Also dann. Beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Ich hab's verkackt. Okay, das kriege ich hin.
Da krieg ich ihn. Ja. Haben wir gut gemacht. Oh, du darfst dich wieder verstecken. Bleib hier. Okay. Diesmal beschwert sie sich nicht. Oh je, wenn da ein Spind ist, dann kriegt man gleich wahrscheinlich wieder ordentlich Ärger. Oh, noch meine Handgranate. Die nehme ich doch dankend an. Oh, nee, schon wieder du. Dich kenne ich doch. Mein Ding ist nicht nachgeladen. Mein Ding ist nicht nachgeladen. Wo bist du hin? Oh, komm, du hast doch nur noch einen. Vorsicht. Yeah. Gerade so. Aber gerade so. Du Scheiße. Kommst du wieder? Wie penetrant kann man sein? Oh, Mist. Fuck. Komm, das war doch der letzte da drin, oder? Ja. Scheiße. Hässliches Drecksvieh. So viel hätte er am Kopf auch nicht haben können. So viel Trefferfläche. Nein, alles gut. Oh, ich bin emotional ein bisschen gedamaged. Vor allem habe ich wieder so viel MP-Munition verbraucht. Muss mal gleich mal was nachmachen. Oh, Flintenmunition, aber ich glaube, ich habe gerade keine Flinte. So, das sieht wieder gut aus. MP ist nachgeladen. Das ist nachgeladen. Das ist jetzt gleich auch nachgeladen. So. Wir können es nochmal probieren. Ich habe verstanden, wie das geht. Aha. Ja, kommt her, ihr hässlichen Biester. Oder am besten bleibt weg. Am besten bleibt ihr weg. Mach mal einer das Licht an. Hat keinen Strom. Das sehe ich. Was macht man dagegen? Was macht man dagegen? Das Rad hier drehen, das so schön gelb leuchtet. Achso, nein, machst das. Du das? Na klar, ich habe ein Händchen für sowas. Ja, also schlecht stellst dich nicht an. Da habe ich Schlimmeres gesehen. Schon. Ach, ich bin einfach froh. Wir sind seit einigen Episoden nicht mehr in Bärenfallen getreten. Wollen jetzt nicht damit anfangen wieder. Das heißt, ich will es nicht beschwören. Ich wollte nur sagen, dass es schön ist. So. Dann schnell irgendwas machen, bevor Ashley entführt wird. Kann sie ja nicht immer retten. Am besten gibt man ja einfach eine Waffe, dann kann sie sich selbst befreien. Ich finde, das ist eine super Idee. So, Ashley wartet einfach da. Warum auch nicht? Fledermaus. Noch ein Forellenbarsch. Oh nee. Ashley. Ashley, Scheiße! So, ich muss zu Ashley zurück. Los, los, los. Ich komm ja. Ashley, bleib stehen. Kann ich nicht. Und jetzt Pech. Ja, hier gibt's kleine logistische Probleme. Komm schon, nicht wegschleppen. Ach, Käse. Ich erkenne meinen Fehler. Ja, ja. Das macht man nochmal, aber diesmal mit Hirn. Fortsetzen. Diesmal mit Hirn, wenn es denn sein muss.
sind wir denn? Beinahe den Loot hier übersehen. Kann ich hier auch noch was looten? Sieht nicht so aus. Das Teil ist zur Abwechslung mal nachgeladen. Und los geht's. Jo, da kommen die. Wo kommt der Kollege hierher? Da ist er doch. Ashley, Scheiße! Mist. Ashley, fass mich nicht an! Ashley, komm mal ein bisschen näher, sonst hört das nichts. Lass mich runter! Ja, erstmal den Kollegen. Pack! Sehr gut. Und nicht nochmal im Kopf. Du Bastardo. Ich wusste nicht, dass... Entschuldigung. Hab's gleich. Ja. Der ist da unten. Nicht an! Oh, ihr könnt doch nicht alle Ashley wollen. Ashley! Feuerlöscher! Halt noch durch! Lass es! Komm schon! Ashley! Hau ihm ins Maul! So. Was macht man denn jetzt? Ich muss mich kurz heilen. Ich habe hier noch einen Barsch. Und ich habe keine MP-Munition mehr. Das ist ein schlechter Tag. So, jetzt kann ich aber sicher zurück. Zumindest halbwegs sicher. Vielleicht sollte ich einfach mein dämliches Maul halten. Uns nicht extra noch beschwören, dass uns was passiert. Kunstvolle Halskette. Beinahe übersehen. Danke, Ashley. Kein Problem. So, erstmal die Leute hier looten. Wieso haben die nichts? Ashley, hast du wieder alles eingepackt? Das gibt's ja nicht. So, ich hab inzwischen verstanden, wie das geht. Ja, so wird das aber nix. Ja. Wieso höre ich wieder so viele Schritte? Sehr schön. System restored. Das Ashley, dein Schatten war gerade sehr gruselig. Der war gerade sehr gruselig. So, MP-Munition. Eine schöne Kräutermischung. Boah, was gäbe es auch noch rein? Ich muss verrückt sein. Mach mal aber trotzdem. So, dann passt das alles. Boah, schauen wir nochmal was. Dass die 5 nachgeladen ist. Werden bestimmt nochmal so Viecher auftauchen. Ich bin nicht mehr optimistisch in dem Spiel. Yeah. Bleib doch unten, du Kollege. Einer weniger. Na, wenigstens habe ich die Pistole schön gelevelt. Die Dinger sind jetzt leicht zu besiegen. Annähernd. Du hast den Geruch des Kampfes. Ja, Entschuldigung, ich habe ein paar Tage nicht geduscht. Unliebsame Nager, ich hab genug. Ekelhafte Ratten tanzen mir vor der Nase umher und machen alles dreckig. Sei jemand so gut und hilft mir dabei, diese kleinen Biester ein für alle Mal auszuradieren, damit hier endlich wieder Ruhe und vor allem Sauberkeit Einzug halten kann. Na, Ratten umbringen kann ich. Und Fässer zerschlagen natürlich auch. Hier mit dem Zeug. So, was hast du denn für mich? Was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich dir Gutes tun? Vor allem Schätze verkaufen, die können wir
zumindest jetzt vollständig bestücken. Ja, die Krone ist zwar jetzt nicht so viel wert, aber zumindest 70.000. Oh, das passt. Ansonsten haben wir nichts. Willkommen! Weg mit der Krone. Fremder! Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Ich will kein Sümmchen, ich will Munition. So, was braucht man denn noch? Koffererweiterung. Oh, was soll's. Das ist je größer, desto besser. Ja. Hab ich zumindest gedacht, als ich noch ein Dreikäse hoch war. Ja, gute schön Arbeit, repariert. Wenn ich das mal so sagen darf. Und dafür fehlt bisschen... Ach, wir verkaufen den Goldlux. Scheiß drauf. Eine mach mal halt bisschen Verlust. Aber hier die Angriffskraft der MP. Boah. Ja, ja. Ja, wir werden uns wiedersehen. So, das können wir überschreiben. So. Wer will jetzt aufs Maul? Oh, er speichert nochmal selber. Oh, darf ich das Teil hier benutzen? Leon! Was? Oh, dein Knie. Ich hätte dich gefangen. Oh, schöne Abrissbirne, die will ich benutzen. Leon! Ja. Da. Was da? Wenn nur diese Wand nicht wäre. Ja, was machen wir denn? Das große gelbe Fahrzeug verwenden. Oh, das ist schön. Hey, ich will das machen. Weiß doch gar nicht, wie man das Ding steuert. Kein Witz. Lernt ihr sowas heute in der Schule? Leistungskurs, das ist eine Abrissbirne. Na nee, gut. Oh. Oh nee. Wieso denn Alarmton? Ich kümmere mich um die. Ja. Hey, ich habe ihn doch davor getroffen. Lass ihn in Ruhe. Kannst du nicht auch ein paar von den Zombies wegnehmen? Oh, ich treffe ja wieder nicht. Schon okay. Ich hab das im Griff. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Lass ein Schild, das finde ich uncool. Ey, ich bin doch ausgewichen. Bin doch extra ausgewichen. Oh, dann kommt hier. Kommt hier. Kommt hier. Ja. Nicht gut. Zumindest kann ich ausweichen. Hab gelernt, wie man ausweicht. Gute Nacht, mein Freund. Du warst aber sehr kurz in dieser gesteggerten Ding. Ich dachte, ich bin ausgewichen erfolgreich. Nee, der hat mich erfolgreich getroffen. Wo ist mein Hilfe-Item hier? Ja, sehr schön. Steigert sogar die maximale Gesundheit. Schluss mit deinem Schwachsinn. Ausgewichen. Sehr gut, mach das Loch größer. Ich bereite mich auch vor. Endlich. Ein Schuss übrig. Ja, ja. Ist hier gut. Ich muss hier erstmal looten.
Er ist mein Liebling. So. Dann kann ich ja tatsächlich mal ein bisschen Zeit zum Looten hier verwenden. Schöne Kisten. Ashley reißt gleich die ganze Basis ein. Ich höre schon wieder so viele Geräusche. Ja. Und auf Wiedersehen. Gleich so viele. Das ist uncool. Wer so nett nach einem Arschtritt fragt. Ja. Der soll auch seinen Arschtritt bekommen. Ich brauche eine Granate. Das wird laut. Das war ein bisschen laut. Hat jemand von euch Dynamit? Das wäre hilfreich. Alles gut, ich brauche nur ein Hilfe-Item. Das ist nur eine Fleischwunde. Bringt das überhaupt was? Oh. Ja, damit. Sehr gut. Ihr könnt mich mal... Immer noch welche. Ich weich doch aus. Dann willst du denn nicht von mir. Mist, jetzt penne ich auch noch. Ashley, ich brauch Hilfe. Ich will meine MP nicht verschwenden. Ach, da hinten ist ja auch noch so ein Fass. Locken wir die mal hierher. Na, immerhin. Ja, Capronis. Oh, das war knapp. Da liegt doch irgendwas Grünes. Ich brauche das grüne Zeug. Das ist sehr gut für die Gesundheit. Danke schön, dass du mich darauf hinweist. Ja, hast es aufgekriegt. Sehr gut. Jetzt mach mal erstmal hier wieder eine schöne Gesundheitsmischung. Auf unsere Gesundheit, würde ich mal sagen. Muss ich eh aufladen. Boah. Und hier liegt ja noch mehr grünes Kraut. Das wird sich auf jeden Fall in Zukunft anbieten. In näherer Zukunft. So, alles gelootet. Ich würde sagen, so ziemlich. Ach, hier hätte ich auch hochgehen können. Hätte man eine bessere Sicht gehabt und bessere... Na, was soll's. Muss ich dich da noch rausbuxieren aus dem Bagger oder kommst du von selbst? Wo bist du überhaupt? Du bist noch da drin. Aber warum? Hast du das gesehen? Das war so cool. Ja. Solltest du zu deinem Beruf machen. Oh, das wäre doch was. So, können wir was craften? MP-Munition. Und Pistolen-Munition. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Eine schöne Kräutermischung noch. Und das war's. Oh, noch eine Quest. Der wandelnde Tote. Mehrere Personen berichten davon, eine mysteriöse Leiche umherwandeln gesehen zu haben. Sicher das Ergebnis irgendeines verkommenen Experimentes. Kann sie jemand von ihrem Elend befreien und ihr erbärmliches Dasein beenden? Oh nee, ich schau wieder. Ich hab doch keine Munition für sowas. Gerade habe ich mich mal über 30 Schuss gefreut. So, das machen wir zur Sicherheit gleich mal auf, falls wir schnell fliehen müssen. Und dann drücken wir auf den Knopf. Her mit dem Lift. Da hätten wir vielleicht zulassen sollen, falls da Feinde durch wollen. Ah, ich treffe nicht immer die besten Entscheidungen. Aber es sind zumindest Entscheidungen. Na gut, bis jetzt sieht es ja gut aus. Komm schon, mach die Tür auf. Und hoch geht es. Weißt du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Ja.
gemacht, schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Ich arbeite für die andere Seite. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler. Ja, und ich mache irgendwie die ganze Arbeit. Fällt mir nur nebenbei auf. Will mich ja nicht beschweren. Aber da ist hoffentlich ein dicker Bonus für mich drin. So, was muss ich machen? Okay, einfach hier raus. Das kriege ich noch hin. Peseten und Handgranaten. Mein Lieblingsloot. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Warum denn? Bam, bam. Da ist nochmal Bernstein. Oh, ich verschwende ja wieder Munition. Das ist nicht gut. Das muss es sein, wovon Luis gesprochen hat. Ich glaube auch. Furchtbarer Bernstein. Mit sehr schönen Parasiten innen drin. Können wir die sehen über das Visier? Das wäre cool gewesen. Also ich sehe nichts. Ich hab's versucht. Erstmal looten. Bevor ich irgendwas anklicke, was die nächste Feindwelle auf mich zurasen lässt. Erstmal looten. Überlegene Spezies. Bericht. Geliebter Lord Settler. Ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Plagier-Spezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plager ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig, sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an dem Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Ah, sie kann sich, doch, habe ich richtig vorgelesen. Ja, schön, jetzt gibt es anscheinend auch noch Mörderkrähen. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben durfte, die mit der Abwesenheit von freiem Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern den Plager injiziert haben und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren. Annabel Garcia Escudero, leitende Forscherin und eine, die mit einem schönen Parasiten infiziert ist. Von der haben wir ja ganz am Anfang schon was gelesen. So, jetzt will das Spiel, dass ich auf einen Bernstein tippe. Ich will das aber gar nicht. Oh je, da sind sie ja. Wir sollten das hier alles zerstören. Kniet nieder. Ich will aber nicht niederknien. Der heilige Leib. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für Schieß. Alle. Las Plagas. Das heißt die Plage, das ist kein Segen. Willkommen, meine Kinder. Igitt. Ich bin Osmund Settler. Die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer sie sind. Dankeschön, dass du geschossen hast. Törichte Schafe. Warum verweigert ihr die Gnade? Weil ihr komisch seid. Nun, entsage deinem Leib. Nein, die hat einen schönen Leib. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Will ich nicht. Nein! Stopp! Nein! Baby Eagle, was hast du vor? Ich hab doch so wenig Health-Items. Dankeschön. Mein Kind, wehr dich nicht. Doch, wehr dich. Ah, danke. Haha, ich sag doch, ich hab keine Munition. Vergib diesen gottlosen Sündern.
Deine tut uns leid. Wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Doch, musst du. Vergib dein Leib. Und nein. Befreie dich von Angst. Lass dir ein Leib unversehrt. Kriegst du nur Furunkel wie ihr alle. Was sind denn das jetzt schon wieder für Nonnen? Ach komm, ich hab sie gerade gerettet. Aber dämlich von ihm, mich nicht zu töten. Jetzt geht's ihm irgendwann an den Kragen. Ich spür schon in meiner Waffe. So, und nu? Steh mal da nur deppert rum. Sadler, du Bastard. Das auf jeden Fall. Großer Bastard, ekliger Bastard. Ich wünschte, ich hätte aber mehr Munition für den Bastard. Hey, was hast du in der Hand? Eine Armbrust? Das finde ich ja super. Langsam habe ich genug. Och. Solange die Munition da ist, ist ein Wille da. Hey, ihr könnt doch nicht einfach wieder anfangen, mit Molotows zu werfen. So, geh schön wieder die Treppe runter. Der brennt und da klettert, glaub jemand. Ja. Und nochmal nach unten. Alles gut. Kommst du nochmal hoch? Ihr lernt es irgendwie nicht. Das ist denkbar schlecht, jemanden, der oben steht, so entgegenzukommen. Naja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Du bleibst schön tot. So, dann ist hier hinten vielleicht noch was. Auf jeden Fall Schießpulver. Noch eine Notiz. Mensch, da muss ich ja so viel vorlesen. Das klappt doch nur immer so mittelgut. Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gange. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans sollte es reichen. In jedem Fall bringen sie uns unserem Ziel von der Weltherrschaft ein ganzes Stück näher. Niemand wird unserer Macht etwas entgegenzusetzen haben. Das wurde sogar von Jack Krauser, Sauerkraut geschrieben. Sowas. So, hier war ja auch noch ein Weg. Führt das einfach nach unten oder zu mehr Loot? Das ist immer so die Frage. Einfach nur nach unten. Na gut, aber unten ist auch mehr Loot, also Win-Win-Situation. Peseten, Schießpulver, all das schöne Zeug. So, irgendwie, da ist noch eine Kiste, beinahe übersehen. So, dann craften wir mal am besten nochmal MP-Munition. Und dann Kräutermischung, Rot und Gelb, was auch immer. Schön ran an die Moneten. Wieso sind die denn schon wieder so schnell? Sind ja wieder über die halbe Insel gelatscht. Hey, das bin ich, aber da war ich noch viel jünger. So, weg damit. Ein Audiorekorder. Du bist weit gekommen, Rookie. Ich habe in der Nähe ein Schlachtfeld vorbereitet, nur für uns Soldaten. Hunderte Jahre lang haben unzählige Generationen es mit ihrem Blut getränkt. Es ist der perfekte Ort, um zu beenden, was vor 2 Jahren war. Ich habe keinen Plan, wovon du redest, Mann. Na gut. Oh, yay, noch eine Nachricht. Ashley Grahams Entführung. Phase 1, Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielperson wie gewohnt bis zum Beginn von Phase 2 eskortieren. Im Fahrzeug sollten nebst Baker 3 weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Phase 2. Problem mit dem Motor vortäuschen und das Fahrzeug stoppen.
Zielperson zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielperson betäuben und fesseln. Zielperson in einen Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk lahm. Phase 5. Treffen bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Okay, dann wissen wir, wie das passiert ist. Ja, da ist ein Gesundheits-Item. Das nehmen wir doch gerne. Und wow, ist das eine Blutspur hier. Aber nichts im Vergleich zu dem Fass. Oh, schwere Granaten gefunden, gleich 2 Stück. Was kommt denn da auf uns zu? Oh, noch eine schwere Granate. Die werde ich weise nutzen. Oh, ich dachte, da liegt ein Raketenwerfer drin. Hallo, Fremder. Ich bin doch jetzt kein Fremder mehr. Ich habe fast mein ganzes Geld bei dir ausgegeben. Willkommen. So, tunen, reparieren. So gut wie neu. Reparieren. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit. Ja, dann ist es ja noch schneller leer. 40.000 bräuchte ich hierfür. Das wird sich aber lohnen. Eine Waffe, dafür habe ich aber eh keine Munition. Oh, ich nehme das erste Hilfespray. Vorbereitet. Und dann verkaufe ich die Seidenkristalle. Ein hervorragender Deal. Und dann sind wir, glaube ich, fertig. Passt. Kann ich angenehme Reise? Ebenso, ebenso. So. Oh, können wir überschreiben. Ich mag, wie ich das am Anfang noch systematisch gemacht habe und jetzt einfach der nächstbeste. So, irgendwas noch, was hier rumliegt? Nee. Oh je. Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Sagt er mit Blut im Gesicht. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst... Habe ich recht? Bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Das wird mich auch interessieren. Hätten Ihre Männer das gewollt? Rache. Du denkst, ich mache all das für Rache? Ich denke, dass du verrückt bist. Oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Dass du eine psychische Störung hast. In dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Ich dachte, es wäre Liebe. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz! Sehen Sie sich an. Genug geredet. Na gut. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Oh, mein Feind, der auf mich schießt. Wart mal, ich muss mein Inventar hier. Schwing die Hupe, Rookie! Hab ja keine an. Ja, das läuft doch. Noch eine. Oh Mist. Was ist denn? Dann greif ich eben zuerst an. Was heißt hier zuerst? Wieso bist du jetzt komplett rot? Nein. Wo bist du hin, Kollege? Bin doch in den Gang. Weiß ich doch nicht. Wo bist du hin? Bin irritiert. Die Blendgranate funktioniert also. Auch gegen mich. Oh. Was soll ich damit machen? Zerstören? Kann ich nicht. Ah. Hier geht's ja hoch. So. Einmal grünes Kraut. Einmal eine Kiste. Wieso ist der jetzt schon wieder abgehauen? Na gut, das ist ja relativ selbstredend, was da passiert. Sehr gut. Runter mit uns.
Nein. So lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Wie das ist alles vermint. Boah. Er hat mich jetzt erschreckt. Wie kann der sich so rar machen? Das ist so ein fetter Typ. Ja, toll. Er ist ja toll gemacht. Nein, Bärenfalle. Ich hab's provoziert. Ich hab's auch provoziert. Sehr gut. Geschütztürme. Was für ein Arsch. Hat er Angst, mich einfach so umzubringen? So, da sollten noch ein Geschütztürme. Oh, komm schon. Ich hab mich so gefreut. Oh. Sehr gut. So. Dann ist da noch ein Laser. Mit Guerillataktiken krieg ich mich aus, weißt du noch? Keine Ahnung. Wie könnte ich das vergessen? Shit. Nein, Geschütze. Geschütze. Keine Geschütze mehr. Schön nachladen. Immer nachladen. Weiß nicht, du jagst hier nicht. Du belagerst mich hier. Pures Glück. Ja, ja. Bisschen Talent gehört dazu. Wo bist du denn, Kollege? Wo bist du denn? So, Kraut. Munition, nicht zu knapp. Auf Bärenfallen aufpassen. Ja. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich Dankeschön. Wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Oh, ein Glück habe ich eine Schutzweste. Ich will das doch einsammeln. Beides. Ach komm, ich war in Deckung. Der ganze Aufwand nur für mich war doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes, Pritt. Dankeschön. Oh, du hast die Kiste aufgemacht. Auch danke dafür. Jetzt hör auf, die zu verstecken. So kann ich dich nicht treffen. Was gilt? Top die Wette. Hab ich noch Granaten? Ja. Ich verliere die Nerven. Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Na eben. Weg mit dem Psychospielchen. Sicher, dass sie keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden sind der beste Weg, die alten zu vergessen. Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten derselben Medaille. Und das sehe ich anders. Die Dinge werden immer verschieden sein. Geh mal drauf. Lad mal nach. Und du hast nichts dazu gelernt. Ich muss sagen, du enttäuschst mich. Ja, ich mich gerade auch. Nehme ich das als Kompliment. Du und ich haben verschiedene Wege gewählt. Jetzt müssen wir es nur noch auf die Kuppe. Ja, chill mal. Grünes Kräutergemisch. MP-Munition, warum denn nicht? Die schmeckt auch wunderbar. Kräutermischung. Alte Art beenden. Wo bist du denn hin? Oh. Lassen Sie uns das beenden. Schnauze, willst du nicht, dass ich... Was ist denn los mit dir? Ich hab dich ja... Sind wir fertig, Krauser? Na, ich hoffe Wie doch. Wie oft hab ich dir gesagt... Oh, du ziehst dich aus. Yeah.
Ich frage mich, ob die sich auch wieder zurückverwandeln können, sobald sie einmal in der Form sind. Um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Der sieht ein bisschen aus wie Geralt von Riva, also der Witcher. Also gesichtsmäßig, der Rest nicht so. Na gut, zumindest habe ich Munition. Zeit für deine Abschlussprüfung. Nein, ich bin schon raus aus der Schule. Das muss ich nicht mehr machen. Das ist die Macht! Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Ah, dieser Scheißvisier. Kann so nicht spielen. Zubehör. Weg damit. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Komm schon, grünes Kraut. Wie soll ich den denn hier treffen? Nein, ich wollte doch ausweichen. Hab zu spät gemerkt, dass ich es konnte. Ja, Samesies. Oh, du lässt mich looten, das ist nett. Dann werde ich mich noch einmal hochheilen. Einfach so. Und dann kletter ich mal. Weiß zwar nicht, was ich vorhab, aber eine schöne Leiter. Schöne Leiter. Shit. Fertig. Oh, du hast deinen zweiten Arm entwickelt. Deine letzte Lektion. Oder deine. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, so sieht's aus. Jetzt wird Mathe gemacht. Bist du bereit? Weiß ich nicht. Bringen wir's zu Ende. Das ist doch viel besser. Nachladen. Ja, ist ja gut. Sicher? Ja, tut mir auch leid. Ich habe aber nachgeladen. Noch eine Weile. Wart mal. Auszeit. Auszeit. Erste Hilfespray. Geht weiter. Du musst aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Entschuldigung. Gib mein Bestes. Der Krauser, den ich kannte, ist tot. Das glaube ich nicht. Oh, lad doch nach. Kollege. Von wegen meine Deckung. Nachladen. Lad doch nach. Auszeit. Okay, das bringt hier gar nichts für die Gesundheit, aber das tut's. Weg! Alles! Die Schwachen können nichts beschützen! Wenn sie so weitermachen, gibt es bald nichts mehr zu beschützen! Früher hätten sie das gewusst! Genau da liegst du falsch! Ich wusste gar nichts! Jetzt schon! Ja, was weißt du denn? Was weißt du denn? Welche Stärke du verfügen könntest! Und zu so einem Freak werden wie sie? Das soll wohl ein Scherz sein! Immer versuchst du das letzte Wort zu haben! Komm her! Ich treib dir das schon noch aus! Nein, danke! Okay. Ey, greif dich doch an. Ja, voll aufs Knie. Oh, das war schon ein Schuss.
Oh, das war ein bisschen antiklimaktisch. Ist egal. Wir haben ihn fair and square besiegt. Mit ein paar Hilfe-Item-Pausen dazwischen. So. Tu, was du tun musst. Ja, werde ich auch. Was ist denn mit deiner Überlegenheit jetzt? Was ist mit deiner Überlegenheit? Ist sie tot? Noch nicht. Hey, das kenne ich aus der Vision. Och, lass dir doch nicht so viel Zeit damit, sonst regeneriert der Typ auch. So ist gut. Ein Parasit weniger. Nicht gut trainiert. Leon. Dankeschön. Ja, nicht zurückkommen. Haben Sie, Major. Das haben Sie. Ein Einsatzmesser. Was kann ich denn damit machen? Ja, mit den Kistileins. Da liegt ja auch noch alles voll. Ich dachte, das hätte ich alles eingesammelt. Gut, hier ist auch noch eine. Na, da hätten auch noch ein paar Handgranaten gelegen. Tja, der ist hinüber. Der hat doch hoffentlich keinen Loot an sich gehabt. Ich habe nichts leuchten sehen. Jetzt ist zu spät. Jetzt bin ich voll in die Cutscene reingelaufen. Bitte beweg dich nicht. Bitte beweg dich nicht. Eine ganze schöne MP-Munition ist noch in dir. Oh. Gut, das war ein schönes Ende für das Kapitel. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.